Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen zur Episode 20. Heute bei uns zu Gast ein MMA-Veteran, Autor, Darsteller und MMA-Kämpfer, der sein Leben im Kampfsport auch damit verbracht hat, unserem geliebten Sport eine positive Wahrnehmung in der Gesellschaft zu geben und MMA als die athletische und entbehrungsreiche Sportart in den Köpfen in Deutschland zu positionieren, wie sie tatsächlich auch ist. Ich freue mich sehr auf Andreas Big Daddy Andreas Big Daddy Kraniotakis. Bei mir im Podcast hätte ich nie gedacht. Hi Andreas, wie geht's dir? Kraniotakis. Hi, war gar nicht so schwer, oder? Du hast gefragt, ich habe ja gesagt und jetzt sind wir hier. Ja, manchmal muss man nur die Leute nett fragen, dann kriegt man eine nette Antwort und sogar eine Zusage, ne? Genau. Ja, das Geheimnis ist, du musst sagen, dass eine Kamera mit dabei ist. So, zumindest mal würde Marc das sagen. Und dann komme ich Aha, auch vorbei. ja, genau. Ah, wir machen nochmal, glaube ich, einen Podcast zusammen. Ich liebe es, euch beiden beim Streiten zuzuhören. Ne? Und ja, ich glaube, das hat so was Eigenes. Ne? Genau. Ja, NFC 13 steht an. Du steckst voll in der Promo. Erzähl mal, was geht ab hinter den Kulissen? Ja. Weiß ich gar nicht, ob man das immer alles wissen will, was hinter den Kulissen abgeht. Es ist auf jeden Fall so, dass ich früher mal gedacht habe, MMA-Veranstaltungen seien halt so, dass man eine Halle mietet und ein Cage aufstellt und ein paar Kämpfer einlädt und dann den Leuten davon Bescheid sagt, vielleicht noch ein paar Plakate druckt und dann wird das schon. So. Surprise, surprise, es ist ein bisschen komplizierter. Und es macht auch nicht immer Spaß. Am Ende des Tages, wenn dann, ne, das Licht angeht und die Kämpfer alle da sind und so, und wenn die Show dann losgeht, dann macht es auch Bock und Freude. Aber es ist schon ein ziemlich fettes Rad, das man dreht, und es ist vor allen Dingen auch extrem undankbar, weil man einfach so viel von der Arbeit, die da reinfließt, gar nicht sieht. Ja. Ja, das glaube ich. Ja, und vor allem mit diesem Headliner-Event jetzt auch in Dortmund, riesige Kulisse, riesiges Stadion. Ja, das ist ein Meilenstein für die Promotion auch, ja. Wenn man jetzt überlegt, wie das alles angefangen hat, in der kleinen Halle da, ne? Und wenn man jetzt mal dann die paar Jahre nach vorne springt, schon mächtig, ja. Ja, und sag mir mal so, ist diese Veranstaltung jetzt richtungsweisend auch für die Promotion? Werden die anderen Veranstaltungen da ein bisschen so in den Schatten gestellt? Ich habe jetzt so zu NFC 12 habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass die Veranstaltung so ein bisschen im Hintergrund läuft, ne? Also klar ist NFC 13 so der Flaggschiff-Event. Und ich will natürlich dazu sagen, dass ich glaube, außer NFC 1 und 2 sind ja alle anderen NFCs in der Corona-Zeit gewesen. Also wir haben ja was gemacht, was eigentlich total Banane ist. Und zwar in der Zeit, wo Veranstaltungen verboten sind, angefangen, Veranstaltungen zu machen. So Und skurril, wie es klingt, ja. ja, genau. So, so Ja. bescheuert das eigentlich ist. Natürlich ist es so, dass mit einer großen Halle auch mehr Verpflichtungen einhergehen. Also die ist einfach teurer. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, da würde jetzt keiner hinkommen, dann könnten wir von Fighting getrost die Bude zuschließen. Jetzt haben wir zum Glück auch schon Tickets verkauft und die Bude zuschließen werden wir nicht müssen. Aber das weiß man natürlich nicht sicher, bevor nicht die ersten paar tausend Tickets verkauft sind, weiß man halt nicht, ob man sich mit so einer Nummer nicht eventuell finanziell komplett in den Sand setzt. Ne? Und das ist immer so was, was die Leute dann auch vielleicht manchmal gar nicht mit auf dem Schirm haben, dass so eine Veranstaltung mal in allererster Linie extrem viel Geld kostet. Teuer Und ist, das ist auch was, was ich früher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dieses Risiko einzugehen, ist natürlich auch immer cool und hat auch so ein bisschen so, ne, es ist so ein Nervenkitzel, aber unter uns auch ehrlich gesagt ein Nervenkitzel, den ich gar nicht bräuchte. Wenn ich den Sport nicht so sehr lieben würde, dann würden mich keine 10 Pferde dazu bringen, so was Verrücktes zu machen. Aber hier bin ich oder hier sind wir. Dana White hat mal gesagt, im Madison Square Garden das Licht anzuschalten, kostet so viel, wie Conor McGregor bei seinem ersten Kampf verdient hat. Ne? Also diese Veranstaltungen sind schon extrem teuer, ja.
Und ja, mit allem, was dann hereingeht, ja, man muss jetzt auch sehen, es ist anders wie maritim. Die Kämpfer sind außerhalb untergebracht, ja. Die können nicht mal kurz in den Aufzug steigen, runterfahren und in die Halle marschieren, sondern das muss ja alles koordiniert werden, ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Punkt, ja. Und wenn ich jetzt so die Kämpfer, die schon hier waren im Interview, mal so zurückdenke, sie sagen eigentlich alle das Gleiche. Die NFC ist sehr kämpferfreundlich, weil sie auch diese Veranstaltungen in den Maritimes haben. Es ist sehr bequem, ja, für die Kämpfer. Und es wird sich auch gut um die gekümmert und so. Also von dem her glaube ich aber, die haben alle Bock, ja. Also wenn ich jetzt ich habe mit Mert gesprochen, ich habe mit Max Holzer gesprochen. Die haben alle Bock, ja, und die wollen da die richtig rein. Tasso ist heiß, ja, der war jetzt erst da. Und ich glaube, das ist, ich habe es gestern mal das People's Main Event genannt, ja. Tasso gegen Adolf. Ich glaube, diese Geschichte da mit dem Gewicht, das war zwar für alle doof bei der letzten Veranstaltung von letztem Jahr, aber hey, letztendlich hat es ja, hat's den Fight gepusht, ja. Und die Leute wollen das jetzt, glaube ich, noch mehr sehen als zuvor, ja. Total, und auch da, also um Gottes Willen, ich glaube, uns mit der UFC zu vergleichen, das wäre mehr als vermessen. Und keiner von uns ist Dana White. Aber man kann sich natürlich schon ein paar Sachen abgucken. Und Dana White sagt das ja auch immer, dass sich eigentlich die besten Geschichten von alleine ergeben. Also dieses, uns wird ja auch manchmal unterstellt, wir würden irgendwie Fitna.de-mäßig die Leute dazu bringen, sich gegenseitig zu haten. Und das ist nicht so. Also wir bieten natürlich die Bühne. Und na klar, ne, piekst man mal so ein bisschen und fragt so, hey, was kann denn dein Gegner nicht gut? Aber es gibt keine Skripte, wo wir sagen, hier, sag doch mal, dass, weiß ich nicht, die Mama nicht kochen kann oder sowas, sondern das kommt schon alles von den Kämpfern selbst. Und auch diese Story mit Adorf und Tasso, natürlich waren wir alle richtig auch angepisst, dass das nicht geklappt hat, weil wir uns auf auch das Comeback gefreut hatten von Adorf, weil Tasso einfach ein richtig unterhaltsamer Kämpfer ist. Aber jetzt auf der Bühne macht einfach nochmal viel mehr Bock. Und das kannst du Total, dir eigentlich total. gar nicht ausdenken. Ja, Total. deswegen, Ganz kurz, ganz ja. kurz. Wo waren die Leute mehr angepisst? Beim Nicht-Antreten von Fabio Schäfer oder beim Nicht-Gewichtbringen von Tasso? Was Mit meinst du? großem Abstand bei Tasso. Mit Mit großem großem Abstand Abstand. bei Tasso. Also, ich sag dir, eine der größten Überraschungen, die ich erlebt habe in jüngster Vergangenheit, war, als Fabio in den Cage gegangen ist und das verkündet hat. Und ich habe eigentlich erwartet, dass die Leute ihre Drinks in den Cage werfen und den beschimpfen und aus der Ich Halle auch, buhen. also ich Und auch. dann hat er da Applaus bekommen. Wenn man in dem Moment eine Kamera auf mich gerichtet hätte, hättest du einfach eine heruntergelassene Kinnlade gesehen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass da Leute und also wir haben ja auch nachvollziehen können, wie viele Leute extra für ihn Tickets gekauft haben. Und dass die das alles gemacht haben. Und ich meine, die haben ja nicht alle in Bonn gewohnt, die Tickets gekauft haben. Das heißt, manche Leute sind da mehrere Stunden hingefahren, haben ein Hotel gebucht, haben das komplette Wochenende dafür irgendwie investiert. Und dann kämpft er nicht und kriegt noch Applaus. Also das war für mich der absolute. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich habe mich total gefreut für ihn in dem Moment, weil ich Klar. finde, dass jemand, der so sein Inneres nach außen kehrt und der so authentisch ist und so viel Mut hat, zuzugeben, dass er nicht den Mut hatte, anzutreten, dass der natürlich in dem Moment auch, oder dass das gesehen wird, finde ich cool. Aber es hat mich unfassbar überrascht. Ich hätte das einfach nicht gedacht. Und Ja, insofern ja. war der Gegenwind und die Wut bei Tasso schon um einiges größer, vor allen Dingen, weil es dann noch diese Animositäten gab zwischen den beiden auch. Ne? Erstmal Maurice sehr gentlemanlike und verständnisvoll und dann wurde der aber hinten raus auch nochmal so ein bisschen kiebig und ja, dann da waren die Gemüter schon hoch erhitzt. Okay. Ja, also man muss auch fairerweise sagen, diese ganze Gewichtsmacherei vorher und so, die Leute sehen nicht, was das heißt für einen Kämpfer. Das ist der schwierigere Part von dem Kampf, ja. Mit viel Entbehrung verbunden. Man kennt das vom Ringen. Und ja, das ist eine harte Nummer da, durch die gehen, ja. Und wenn du dann am Kampfabend sein Gegner auch, ja, Schäfers Gegner, Gewicht gebracht, auf viel verzichtet, ja, und dann sowas.
Das ist natürlich schon hart. Und wenn man dann sein Gesicht gesehen hat beim Essen, die haben da gedacht, die verarschen die, ne? Und ja, aber gut. Ja, hey, bleiben wir mal bei der großen Bühne, an der Andreas Big Daddy Kraniotakis kommt von einer Zeit, wo MMA, sag ich mal, da musstest du wem erklären, was du da eigentlich machst, ja. Dann bist du auf großen Unmut gestoßen in der Öffentlichkeit. Die Leute haben den Sport zerrissen, kam nicht gut an. Jetzt hast du dein ganzes Leben, dein ganzes Kampfsportleben damit verbracht, diesen Sport in ein großes, in ein besseres Licht zu rücken, hast viel investiert. Wie zufrieden bist du, wenn du siehst, was die Amateure und die Profis, die heute ein, zwei Kämpfe haben, was die für eine Bühne kriegen? Die kriegen 10.000 Euro, wenn sie Fight of the Night kriegen. Wie geht's dir dabei? Ja, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, aber ich glaube, ich würde eine andere Vokabel wählen. Denn zufrieden bin ich noch nicht. Zufrieden wäre ich dann, wenn wir noch um einiges weiter wären und die Leute tatsächlich schon mit ihren ersten paar Profikämpfen an einem Punkt wären, wo sie auch wirklich wie Profis leben können und keinen anderen Job machen müssen. Und sogar, wenn man jetzt jemanden hat, der, sag ich mal, 30 Kämpfe gemacht hat, dass man sagen kann, hey, du hast eine richtige Karriere hingelegt und du kannst nach deiner Karriere auch nicht dein Leben lang, aber zumindest mal ein paar Jahre davon leben. So, sag ich mal, wenn man bei der Bundeswehr war, kriegt man ja auch nochmal so 4 Jahre, wo man irgendwie, wenn man lang genug da war, wo man sich dann auch irgendwie weiterbilden kann und so, um wieder zu reintegriert werden. Ich glaube, dann wäre ich zufrieden, wenn man als Kämpfer sagen könnte, okay, ich wüsste ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie reinklotze und mein Ding mache und mir Mühe gebe und auch das Spiel richtig spiele, dann mache ich so 25 Kämpfe, 30 Kämpfe und danach habe ich auch so 4, 5 Jahre, wo ich ein kleines Polster habe und so. Und da sind wir natürlich noch nicht, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch schon wirklich sehr weit gekommen von den Veranstaltungen, wo wir gekämpft haben und von den Möglichkeiten, die wir hatten. Und zu dem, was jetzt heute, also ich war mit Peter einer der ersten, die Vlogs gemacht haben, also Videoblogs in Deutschland. Und die Leute haben gesagt, ja, was denken die denn für, was die sind und warum machen die das und so. Und dann irgendwann ein Jahr später hatten Leute auf einmal eine Fanpage bei Facebook, die ihren ersten Amateurkampf gemacht haben. Und das ist eben so ein bisschen auch, erstmal kriegt man Hate dafür. Und ein paar Jahre später macht es einfach jeder. Und dann verstehen die Leute das. Und dann, ey, muss man auch fairerweise sagen, gibt es auch Leute, die es besser machen. Also ich habe auch Videoblogs gemacht. Ein paar meiner alten Videoblogs sind noch auf meinem YouTube-Kanal. Die waren halt auch nicht gut. Aber es gab halt, es waren die besten, die es damals gab. Weil ich war der Erste und Einzige, der es gemacht hat, zusammen mit Es gab Peter. ja auch noch gar keine 4K-Kamera, muss man auch dazu sagen, ne? Ich Nein, meine, die es ist Qualität alles war auch nicht nicht. das, was du heute hast, ne? Natürlich. Nee, klar. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass mittlerweile die Leute eine Öffentlichkeit bekommen, auch eine Öffentlichkeit, die über sie anders spricht als nur irgendwie Blutboxer und oder was ich alles, also wie ich überall betitelt wurde. Es ist schon cool zu sehen und auch cool zu wissen, dass mir auch ein Teil dessen irgendwie zuzuschreiben ist. Um Gottes Willen, ich glaube nicht, dass ich meinen Anteil überschätze, aber ich habe schon immer dafür gekämpft, zumindest mal. Wie viel das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich habe immer schon dafür gekämpft, dass die Leute, die nach mir kommen, auch es einfach leichter haben. Und das ist schon cool, wenn ich mir angucke, wie Leute mit ihrem zweiten, dritten Kampf einlaufen bei uns. Und ich mir denke so, Alter, das ist schon echt richtig geil. Du wirst hier gesehen. Du hast auch, das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, ja, diese Bühne zu haben, ein gutes Matchup zu haben. Und Leute, die über den Sport berichten zu haben, die auch Ahnung haben von dem Sport, die Möglichkeit zu haben, das nach außen hin zu zeigen. Das sind ja alle Sachen, die gab es früher so nicht. Wenn man wollte, dass das gesehen wird, dann musste man irgendwie einen mitbringen, der seine Handykamera vor lauter Aufregung noch halten konnte. Und ja, nicht Handykamera, also Handkamera. Handykameras Handkamera, gab es ja, damals nicht, ja. diese Handcams da, Genau, Handycams. ja, genau. Genau, und das ist natürlich schon cool, wenn man mal stehen bleibt und zurückguckt. Aber zufrieden bin ich natürlich noch nicht. Zufrieden bin ich dann,
wenn die Leute wirklich so bezahlt werden, wie sie es verdienen. Und da sind wir mit der NFC wirklich einen großen Schritt gegangen. Und ich weiß, dass es viele Sachen gibt, die Leute da draußen auch gar nicht sehen und auf denen wir auch nicht rumreiten. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, Adolf hat seine Kohle bekommen, obwohl er nicht gekämpft hat. Und das ist, also jetzt gibt es wieder Leute da draußen, die auch als das mit dem Bonus announced wurde, gab es dann Leute, die sagen, ja, ist doch total normal, warum macht er jetzt so ein großes Ding draus? Ist es halt nicht. Nicht. Also es ist nicht normal, dass die Also, Leute ihr Geld bekommen, ja, wenn sie nicht kämpfen, weil der Gegner irgendwie einen Tag vorher abgesagt hat, sondern es ist eigentlich eher normal, dass sie dann nichts bekommen. Und solche Sachen gibt es halt bei NFC nicht. Das heißt, du hast deinen Job gemacht, dich trifft keine Schuld, du hast jetzt kurzfristig irgendwie tr hast trotzdem dein Gewicht gemacht und alles. Na klar, bekommst du deine Kohle. Und das sind halt so Dinge, so kleine Standards, die auch nach außen hin sagt man, ja, klar, warum auch nicht? Naja, weil so eine Veranstaltung einfach schlicht und ergreifend extrem teuer ist. Und Ich glaube, ja. die Fans, ja, da, ich will es jetzt nicht Hater nennen, aber die Kritiker, die sowas sagen, ich glaube, die wissen auch nicht, was das für eine Wertschätzung Richtung Kämpfer ist von der Promotion. Ja? Ich glaube, du kriegst da auch ein Stück Loyalität zurück. Und ich sage es ja ganz ehrlich, wie es ist. Adorf hätte sagen können, er macht diesen Kampf nicht. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Klar, Das hätte er sagen können. natürlich. Ne? Und hat er nicht getan. Wir sehen ihn jetzt am 25.03. Er nimmt das Ding nochmal an, ja. Und ja, für die Fans ist es natürlich ein geiler Kampf, ja. Keine Frage. Ich will das Ding unbedingt sehen, ja. Super. Tasso mit seinen Bomben da drin. Adolf 3 Jahre nicht da nach Verletzung. Jetzt zu NFC gewechselt. Hey, gibt es jemanden, der das nicht sehen will, ja? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ja, hey, ich bin einfach nur gehypt, ja. Okay, ja, hey, führt uns gleich mal zum, du hast es bereits angeschnitten, zur nächsten Frage. NFC Fight of the Night Bonus. Erklär mal ein bisschen. Ihr habt das jetzt erst im Podcast gedroppt. Für die, die es noch nicht so mitgekriegt haben, erzähl mal, wer kann sich das holen? Was sind die Kriterien? Naja, wir haben, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Wir haben das Glück, dass wir jetzt einen neuen Sponsor gefunden haben, der, ja, das hat einfach extrem gut gepasst. DeFi Chain heißen die. Das ist im Prinzip eine Währung und gleichzeitig auch eine Community, in der sich einfach eine Währung etabliert hat. Und diese Community hat sich gedacht, hey, MMA ist ein gutes Vehikel, um das, was wir machen, bekannter zu machen. Und dann haben wir uns unterhalten und haben eben gemerkt, dass es bestimmte Werte gibt, die beide Communities verbinden oder verbinden sollten zumindest mal. Es sind natürlich so Werte, die wir von Fighting, von NFC auch versuchen zu verkörpern und zu unterstützen. Und da haben wir fünf Sachen rausgearbeitet. Fairness, also Willensstärke beziehungsweise Kampfgeist, Vorbild, also eine Vorbildfunktion, einnehmen, Vorbild sein, Mut und Performance. Performance ist extra als an fünfter Stelle gewählt worden, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass es natürlich geht es auch um Gewinnen und Verlieren. Klar, wir sind im Kampfsport, aber es gibt halt doch noch Dinge, die da drüber stehen. Und wenn man sich vorbildlich verhalten hat, wenn man fair war, wenn man Willensstärke bewiesen hat und wenn man Mut bewiesen hat, dann ist man auch schon ein Gewinner, unabhängig davon, ob jetzt am Ende des Tages der Arm hochgeht oder nicht. Und naja, deswegen haben wir gesagt, dieser Fighter of the Night Bonus sind 10.000 Euro. Warum haben wir gesagt, Wahnsinn. wir sagen nicht 2 mal 5.000, weil wir wollen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Also ich habe ja eben drüber gesprochen, die Leute verdienen einfach im deutschen MMA noch nicht so viel, wie sie verdient hätten. Also auch da, bei NFC bezahlen wir schon besser als eigentlich alle anderen deutschen Promotions. Und trotzdem können wir noch nicht so viel bezahlen, wie wir wollten, einfach weil die Hallen noch nicht groß genug sind, die Sponsoren noch nicht viel genug sind, und wir damit beschäftigt sind, dass wir nicht irgendwie pleite gehen. Aber wenn jemand irgendwie 10.000 Euro bekommt, dann bedeutet das halt, dass er zumindest mal einen guten Teil des Jahres sich einfach auf sein Training konzentrieren kann. Und das ist genau das, was wir ja wollen, dass wir Die Leute Intention dahinten dahin dran, bringen, ne? dass sie nur trainieren und sonst nichts anderes machen, wie richtige Vollzeitprofis. Und dafür brauchst du halt einfach Geld.
So. Mächtig, mächtig. Und der Einschlag ist einfach größer, wenn eine Person 10.000 Euro bekommt. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass, wenn wir jetzt wirklich einen Fight of the Night haben, wo wir sagen, ey, da wird es jetzt auch total schwer, einen rauszupicken, dann Zwei. können wir auch auf zwei Leute verteilen, maximal zwei, aber einfach damit der Effekt nicht verpufft. Und es kann aber genauso gut sein, dass jemand, der einen Kampf verliert, und der Gegner war unfair oder hat sein Gewicht nicht gebracht oder sowas, dass dann der Verlierer die 10.000 Euro bekommt. Und das ist dann schon ein relativ Kriterium nettes Fairness, Pflichtpflaster. ne? Hm. Genau, Fairness. Also in dem Moment, Okay. wenn man sein Gewicht nicht bringt, auch wenn man da ab und zu haben wir auch dafür Verständnis, das ist ja auch, ich gehe mal davon aus, dass das die wenigsten Leute wirklich mit Absicht machen, aber trotzdem ist es ja dem anderen gegenüber nicht fair. Und dementsprechend, da ist man dann in dem Moment automatisch disqualifiziert für die 10.000 Euro. Okay, cool. Ja, nehme ich doch mal kurz und bündig erklärt. Damit müsste es jetzt auch der Letzte verstanden haben. Dein Lieblingskampf bei NFC 13? Sag mir mal, was ist dein. Und gib mir jetzt nicht so eine Ausweichantwort. Du hast einen Lieblingskampf, ich weiß es. Ich weiß nicht, ich kann es dir, ehrlich gesagt, kann ich dir sagen, dass ich mich auf alle Kämpfe freue und ich glaube, dass jeder einzelne Kampf eine ganz, ich bin ja jemand, der auf Geschichten guckt, der so eine ganz, jeder Kampf hat eine eigene Geschichte und eine Geschichte, die mich interessiert. Ich bin unfassbar gespannt auf Holodenko gegen Zendeli. Ich glaube, dass das ein Kampf wird, der richtungsweisend sein könnte, wenn die beiden so performen und abliefern, wie ich mir das vorstelle, dann könnte das endlich mal das Weltergewicht noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Ich finde, dass die leichten Kämpfer, die Federgewichte, die Leichtgewichte einfach gerade die Showstealer sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Weltergewichte jetzt langsam auch in die Öffentlichkeit zurückkommen, in die öffentliche Wahrnehmung. Und das ist so einer, der für mich immer raussticht. Du hast ja gesagt, ja, Tasso gegen Adorf ist ein Kampf. Wer den nicht sehen will, der hat MMA nie geliebt. So ist es. Klar ist der Hauptkampf Mert Özildirim gegen Max Koga. Also auch das kannst du mir nicht erzählen, dass du den Kampf, wenn du MMA-Fan bist, willst du diesen Kampf sehen. So einfach ist das. Schon lange, seit Das Mitte letzten Jahres, ne? eben, Ja. eben. Also der Build-up ist da. Wir haben zwei richtig gute Athleten. Die Relevanz ist da, die Bühne ist da, also den kannst du nicht sehen wollen. Khalid Für Tahas Rückkehr, ja. Ja, genau. Khalid Taha kehrt zurück, also das ist irgendwie alleine schon das Ganze wert. Aber wir haben wirklich, ich gucke jetzt gerade hier nochmal die Karte durch, ne? Es ist egal, auch Aboubakr Sobidov gegen Eduard Kexel, Keksle, das ja. wird krank, Super, das wird super. richtig wild. Ja. Max Heine gegen Tobias Eilitz. Ey, das wird auch ein richtiger Hammerfight. Wir haben nur Max geile. Holzer gegen Walid, ja, zum Beispiel. Also es wäre auch. Ja, kannst du nehmen, was du willst auf der Card. Das ist eigentlich alles ein Banger, ja. Ja, Von Julian dem her. Pennant gegen Jonathan Werns. Du Mein hast absoluter eigentlich. Lieblingsfighter. Mein absoluter Lieblingsfighter. Julian Pennant. Dieser Rear Ja. Naked Choke da gegen Jukic, ja. Liebe es, ja. Und Also, du hast hast du eigentlich gesehen, nur wie, Main hast du gesehen, Events. wie Ijit Muk da geschrien hat in der Ecke? Also, ich Ja. habe mir da ein Video angeguckt. Es war schon spitze, ja. Also nur Main Events, ja, Main Event Card, ja. Und ganz kurz, was meinst du, für wen ist die Fallhöhe höher? Für Koga oder für Mert? Also Mert hat natürlich das Problem, dass er einfach auch einen Sieg braucht. Und das ist der Sieg, den er sich am meisten wünscht. Also ich glaube schon, dass für ihn individuell die Fallhöhe eine ziemlich hohe ist. Ich glaube aber, dass es für Max existenzieller ist. Also, der ist ja auch einer, der immer gerne ein bisschen rumflaxt und so. Aber die Sache ist ihm ernst. Das ist ihm sehr ernst. Und das Naja, ich ist, glaube der macht auch, da keinen Spaß. na, ich glaube auch, für ihn wird es natürlich auch Karriere entscheidend sein irgendwo, ne? Ich meine, er ist jetzt natürlich auch, er kommt jetzt da in ein Alter, wo ich sagen muss, wenn er jetzt halt diesen Fight verliert, wie geht's weiter, ne? Natürlich könnte Mert da auch sein Ende einläuten, ja.
Aber natürlich gehört das ein bisschen zur Story. Ich bin gespannt, ja. Ja, wie alt ist er denn jetzt, Koga? Ich weiß gar nicht. Müsste jetzt. Er ist nicht so alt, wie man immer denkt. Ich Müsste meine auch 34 irgendwie sein, oder? 34. Ja, Ja, ja. ich, aus dem Kopf hätte ich jetzt gesagt, 34. Ja, genau. Und gut, ja. Man, wenn man jetzt so raufguckt, Glover Teixeira-mäßig, ne? ist da natürlich noch lang kein Ende in Sicht. Ist eine Ausnahme, klar. Aber ja, apropos Ausnahmen, was ist eigentlich zwischen Kreta und Sparta geworden, ne? Mark du siehst gegen Andreas Granitakis. Sehen wir das noch? Glaub nicht, ne? Er hat jetzt bei KS, ne, wo hat er unterschrieben? Bei Octagon, glaube Er ich, ne? ist, nein, nein, er ist bei, schon noch bei KSW, Bei soweit ich KSW, weiß. Und war ja vorher tatsächlich auch. Es hatte einfach alles gepasst. Also das Timing hatte gepasst. Er war auch gerade in einer Zeit, wo er in seinem Trainingscamp das gerne gemacht hätte. Aber er ist. Also wir sind cool miteinander. Wir haben auch danach miteinander gesprochen, weil ich musste ja krankheitsbedingt tatsächlich absagen. Aber er sagt, hey, das hat jetzt einmal, hätte das vom Timing her gepasst. Das, eigentlich waren alle dagegen. Alle aus seinem Team haben gesagt, mach das nicht. Er sagt, ich werde es jetzt nicht nochmal machen. Ich hätte das jetzt einfach aus Gaudi gemacht und auch so ein bisschen als Wertschätzung mir gegenüber, was ich ihm auch glaube. Und ja, das habe ich verkackt. Einfach dadurch, dass ich krank geworden bin. Ja gut, kannst ja nichts für. Insofern Ja, kannst ja nichts für. würde ich es aber mit der Brechstange auch nicht machen wollen, weißt Okay, ja, natürlich, klar. du? Ja. Verstehe ich. Okay, schade. Hätte ich gern gesehen. Er hat ja Ich gesagt, hätte es auch sehr gerne gemacht. ich habe da in der Community gelesen, da hat einer geschrieben, warum kein MMA-Kampf? Da hat er geantwortet, ja, wir wollen ja Andreas in Rente schicken, nicht ins Grab. Ne? Und Ja, ist ein netter was meinst du? Spruch. Was meinst du, Andreas, MMA noch relevant für dich, profisportmäßig? Relevant wird es immer sein, klar. Es vergeht auch kein Tag, an dem ich mir nicht denke, boah, ich hätte Bock, mir wieder die Handschuhe anzuziehen. Und aber wenn wir realistisch sind, ich bekomme es gerade mit dem, was ich so auf dem Zettel habe in meinem Leben, bekomme ich es nicht hin. Leider, muss ich sagen, weil MMA ist halt kein Spiel. Das kann man nicht. Also, wenn man so halb fit auf den Fußballplatz geht, dann sieht man halt ein bisschen doof aus und dann muss der Torwart irgendwie ein paar Mal mehr hinter sich greifen. Tut auch Klar. weh, aber halt eher Nicht so weh. hier. Aber MMA tut halt anders weh. Und das ist halt auch dann wirklich gefährlich für die Gesundheit und vor Das allen Dingen im glaube ich. Schwergewicht. Ich habe es leider in meiner Karriere ab und zu mal gemacht, einfach weil ich die Kohle brauchte, bin ich unfit angetreten. Und ich habe schmerzlich die Erfahrung gemacht, dass es keine gute Idee ist. Sollte man nicht tun. An Nee. alle Schwergewichte da draußen. Geht bitte fit in den Cage, Ja, an alle Kämpfer da draußen ne? tatsächlich. Ja. Also ich meine jetzt die Pendants zu dir, ne? Ja. Keine gute Idee, nicht fit in den Cage zu steigen. Habe ich eine ganz große Debatte ausgelöst. Möchte jetzt hier nicht gleich weiter ein bisschen sticheln gegen die Zuschauer. Meine Community hat mir eine Denkzettel verpasst. Ich bin der Meinung, ich habe gesagt, hey, Fabio Schäfer. Alle haben gesagt, ja, der hat Angst und so. Und ich glaube, nein, hey, Leute, der hat eine Panikattacke gehabt. Ich glaube nicht, dass jemand, der Angst hat, in diesen Cage steigt. Da bin ich fest von überzeugt. Man hat mir dann Geschichten geschickt. Mike Tyson hatte auch Angst. Bla bla bla. Ich bin der Meinung, Respekt, eine gesunde Portion Respekt vor diesem Sport und vor diesem Cage. Aber mit Angst darfst du da nicht reingehen. Davon bin ich fest überzeugt. Was sagst du dazu? Ja. Also ich glaube, eine Panikattacke ist nochmal was anderes als Angst zu haben, weil man da einfach die Kontrolle über sich verliert und weil es auch über den Körper und seine Körperfunktionen Kontrolle verliert und das ist unfassbar beängstigend. Wer das mal gehabt hat, das wünscht man sich nicht und das kann man auch nicht kontrollieren. Also da gibt es auch kein, ja, reiß dich mal zusammen oder so. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ehrlich gesagt irgendwann das Problem gehabt, dass ich keine Angst mehr hatte. Und das war ein großes Problem. Ich habe am Okay. allerbesten gekämpft, wenn ich ein bisschen Angst hatte. Nicht Angst, sich zu verletzen, nicht Angst zu verlieren,
sondern einfach so eine Grundaufgeregtheit. Und die Angst darf nicht so stark sein, dass sie dich lähmt. Das ist ein Problem. Aber ich hab mich so viel damit beschäftigt, mich von der Angst zu trennen und visualisieren und diese ganzen psychologischen Übungen gemacht, dass ich irgendwann da reingegangen bin, als wäre ich, weiß ich nicht, beim Einkaufen samstags mittags so. Bisschen Interessant. unangenehm, aber nichts Wildes mehr. Und Okay. das waren leider alles richtig beschissene Kämpfe. Die besten Macht's. Kämpfe hatte ich, als ich Angst hatte. Aber irgendwann ist es einfach so alltäglich auf die Schnauze zu kriegen, dass es, ja gut, kriege ich halt noch einmal mehr einen rein, wenn es Schlimmste, was passieren kann. Ich werde schon nicht sterben. So. Okay. Und das ist aber nicht das, was du brauchst, um wach zu sein, um da zu sein, um alles abzurufen. Und das war für mich das Problem. Ich habe auch zu viel gekämpft an der Stelle. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es mir einfach nicht mehr so, nicht mehr so wichtig war. Ich hatte einfach nicht dieses Gefühl von, alle Sinne sind angeschaltet, ich bin im Überlebensmodus. Es braucht halt genau die richtige Mischung. Es darf nicht die lebende Panik sein, aber es darf auch nicht so, pff, na egal. Und bei mir war es dann irgendwann so, ja, ich habe mich so vorbereitet mental, dass ich so entspannt war, dass ich gar nicht erst richtig in Fahrt gekommen bin. Und das ist auch doof. Okay, also so praktisch so runtergeholt, dass du geistig, sag ich jetzt mal, dass du eigentlich gar nicht mehr wach wurdest, sozusagen. Ne? Ja, ist die andere Form, ne? Wenn man zu viel meditiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, Okay. das war immer mein Problem tatsächlich, ja. Interessant, ja, das ist mal von der anderen Ecke kommend. Ne? Die einen machen zu wenig, dass sie das in den Griff kriegen, und die anderen machen zu viel, dass sie das schon zu viel hinten rausschieben. Ja, das ist schon interessant, ja, dass es von der anderen Seite auch kommen kann. Ja, hey, ich habe noch eine Frage aus der Community. Die würde ich dir auch noch gerne stellen. Und zwar, Martin Muller fragt: Wie viel müsste Fighting.de zahlen, um UFC-Events zeigen zu dürfen? Und weißt du, wie viel Dassen an die UFC zahlt? Beziehungsweise auch, wie sind da die Pakete? Also jetzt gerade könnte Fighting ja auch die UFC gar nicht mehr kaufen, weil die Rechte sind ja für eine Weile lang abgegeben worden. Das sind ja mehrere Mhm, Jahre. okay. An der Zone dann, klar. Insofern, genau. Und ich weiß, was DAZN bezahlt hat, aber ich werde es nicht sagen. Es kostet auf jeden Fall viel. So viel kann man sagen. Und es kostet so viel, dass wir uns bei Fighting zwar mal überlegt haben, ob wir einen Kredit aufnehmen, um es zu machen, aber es hätte unseren Rahmen auf jeden Fall um einiges gesprengt. Wow. Und ja, es ist nicht wenig Geld, Okay. was die UFC haben möchte. Also. Ja. Ja, das glaube ich. Also, man weiß ja von den Amerikanern, ein Pay-per-view in Amerika kostet, glaube ich, zwischen 70 und $90 irgendwo. Weiß nicht, mittlerweile auch mehr. Vor dieser Teuerungswelle war es das auf jeden Fall mal so. Und es ist natürlich schon, wenn du überlegst, für 25 € hier kannst du alles gucken. Ne? Also, das ist plus die Ultimate Fighter. Ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Ich habe Ja. mich sehr geärgert, als es von 15 auf 30 hochging. Aber Klar. wenn du es jetzt ins Verhältnis setzt zu dem amerikanischen Markt, ist es natürlich immer noch billig, ja. Zumal du ja mit diesem Abo alles andere auch noch gucken kannst. Ne? Von dem her, Spottbillig, wenn wir ehrlich sind. Also eigentlich schon, ja, eigentlich im schon. Vergleich zu Es ist dem, halt, was andere Fans zahlen, um MMA sehen zu dürfen, ist das ein ja, Witz. eigentlich schon. Ich glaube halt, es ist nicht nur das Zone. Ich glaube, wenn du heute guckst, du hast Netflix, du hast Disney, du hast Prime, du hast Hulu, keine Ahnung, was es sonst so alles gibt, Sky. Und jeder will von dir ein Zwanni haben. Ne? Ich meine, das ist natürlich schon, das läppert sich dann. Ne? Und du weißt ja, wie die Leute sind, die wollen immer alles haben. Ne? Und ich glaube, Klar. ja, von dem her, glaube ich, ist es dann teuer, ja, wenn man das so will. Ja. Aber man muss Ja, ja dann also auch es ist immer die fragen, was Frage, man was haben will. bekommt Ne? man? Ja, Genau. genau. Und was bekommt man einfach? Und Was bekommt da man? haben wir wieder dasselbe. Also für mich ist das immer, wenn jemand sagt, ich bin MMA-Fan, hast du mal einen Download oder hast du mal einen Stream? So, einen illegalen Stream. Digga, dann bist du kein MMA-Fan.
weil dann verstehst du nicht, wie MMA funktioniert. So funktioniert. Also in dem Moment, wenn man das macht, klaut man den Kämpfern Geld aus der Die Tasche. Gage. Und das ist So ist genau es. das, was die Leute nicht raffen. Und das ist Also die genau Leute das, was denken wir nicht sicher, wollen. Ja, genau. ja genau, also die Leute denken sicher, okay, als Veranstalter macht man sich so fett die Taschen voll und die bösen Veranstalter geben dann nichts an die Kämpfer weiter. Faktisch ist es so, dass die meisten Veranstaltungsreihen einfach nicht mehr da sind, weil sie pleite gegangen sind. Also, und das liegt jetzt nicht daran, dass sie den Kämpfern zu viel bezahlt haben, sondern weil Veranstaltungen einfach unfassbar viel Geld kosten. Auf allen Ebenen. Und wenn ihr nicht kommt und Tickets kauft und wenn ihr nicht die Streams kauft, ja, woher soll denn das Geld kommen? So Also, ist es. So ist es. ich Ich habe werde uns keinen Baum zu gleich. Hause, den ich schütteln kann und wo dann die Goldtaler Wäre es runterkommen. schon. Schön wäre das, ne? Dann wäre der Kanal hier auch schon größer, ne? Aber naja. Ja, eben. Führt uns gleich zur nächsten, ja, zur nächsten Ansage, ne? Kauft euch Tickets für das kommende Event NFC 13. Willst du dazu noch was sagen? Du hast das ja auch schon ganz gut gesagt. Der 25.3. in Dortmund ist richtungsweisend. Ich bilde mir jetzt mal ein, nicht nur für Fighting und NFC, sondern auch für deutschen MMA. Es gab noch nie MMA in Dortmund. Ja, ich weiß. Octagon macht es jetzt gerade vor, die füllen große Hallen in Deutschland. Aber es ist halt kein deutscher Veranstalter. Und die haben in Tschechien einfach den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren 15.000er Hallen verkauft und haben, die kommen einfach mit einem Millionenbudget hier ran. Und das aus dem eigenen Saft zu schaffen, von einer deutschen Veranstaltungsreihe, was wir da schaffen, ist nochmal einfach anders zu sehen. Wir kommen halt nicht irgendwie mit einem Marketing-Team von 40 Leuten und mit einem Marketingbudget im siebenstelligen Bereich, sondern es ist alles aus dem eigenen Saft, aus unserer Community herausgebracht und deswegen seid ein Teil davon, feiert mit uns am 25.3. Es gibt wirklich keine schlechten Kämpfe auf dieser Karte. Es ist, jeder einzelne Kampf wird ein absoluter Banger. Wir sind gerade Dann. dabei, auch uns ein paar Sachen zu überlegen. Es wird ja neben dem Fighter of the Night Bonus, wird es auch einen Fan of the Night Bonus geben. Das heißt, ihr könnt sogar noch Kohle gewinnen. Es gibt keinen Grund, nicht dahin zu kommen. Also, wer die deutsche MMA-Szene supporten will, wer sie liebt, wer deutsche MMA-Kämpfe liebt, dann und ihr macht das nicht, dann verstehe ich nicht, was wir noch machen müssen. Genau. Also ich finde, du hast gerade super angesprochen. Ihr habt das alles von den eigenen Füßen hochgezogen und hochgetragen. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück durch die Corona-Zeit und zur ersten NFC-Veranstaltung und vergleichen jetzt mal, wo wir sind heute, ne? Und jetzt gehen wir nochmal diese Zeit nach vorne. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, wenn die Qualität von den Kämpfern, ich sag jetzt mal, die Popularität auch, ja. Wer hätte Tasso vor 3 Jahren gekannt? Niemand, ja. Keiner. Alle wollen ihn heute sehen, ja. Und das sind so Sachen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und Auf jeden Fall. Und ich meine, der Junge genau. hat 3 Kämpfe oder so gemacht. Also das ist jetzt. Auf jeden Fall, ja. Und natürlich auch die anderen Fighter, ja. Wir haben jetzt natürlich. Ein Zugpferd auch noch ist Khalid Taha, ja, der mit, wie heißt der Gegner? Ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Vorher habe ich ihn noch gelesen. Da Wir reden Silva. über Giovanni da Silva, genau. Da Silva, genau. Paar Kämpfe angeguckt von ihm. Ah, also, Khalid muss da wach sein, ja. Die haben ihm da definitiv kein Busfahrer vor die Linse gesetzt, ne? Und ja, ich bin gespannt, wie er sich macht, ja. Und ja, ich glaube, der kommt nicht zum Verlieren. Ja. Tja. Auf gar keinen Fall. Der kommt, um Khalid da ordentlich in die Suppe zu spucken. Khalid ist das aber erste Mal in Dortmund wieder, seit Ja. ewig und 3 Tagen. Und der will das so ein bisschen auch zur Khalid-Show machen. Ja, ich bin gespannt. Was meinst du? Wir haben es ja schon oft gesehen, dass Kämpfer zurückgekommen sind, nachdem sie in größeren Ligen nicht so performen konnten, wie sie es vorgestellt haben. Wobei das jetzt auf Khalid nicht zutrifft. Er hat gute Kämpfe gehabt im Ausland. Er hat halt auch ein paar Mal Pech gehabt, wofür auch nicht konnte. Die Kämpfe, die er verloren hat, die hat er eigentlich gut gemacht, ja. Aber ich glaube, ja, also wenn man jetzt sieht, wir haben es schon oft gesehen, dass welche verloren haben auch, ja.
die da runtergeholt worden sind auf dem Boden der Tatsachen, ne? Nachdem sie wieder zurückgekommen sind und alle gedacht haben, ja, der haut jetzt hier alles weg, der hat da oben gekämpft und dann wurde da vom No-Name auseinandergerissen, ne? Gab's alles schon. Du, das ist jetzt nicht so, als hättest du irgendeine zusätzliche Superkraft, nur weil du in der So ist UFC es. warst. Also die anderen haben auch zwei Arme und zwei Beine und die haben, eigentlich hast du sogar einen Nachteil, weil die Leute extrem motiviert sind nochmal gegen dich. Die wissen ganz genau, wenn du einen ehemaligen UFC-Kämpfer schlägst, dann hast du einfach eine bessere Chance, in die UFC zu kommen. Den Scalp will sich jeder holen. Und also für Khalid geht es da um extrem viel, auch weil er einfach aus einem, also auch mal eine Momentumfrage. Also, wie ist dein Mindset? Denkst du bist unbesiegbar oder hast du gerade gemerkt, dass du einfach auch besiegbar bist und wo ist dein Kopf? Und ich glaube, das ist in allererster Linie ein mentaler Kampf, den Khalid gewinnen muss. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt auf das Event. 600 Kilometer Ja, Fahrt habe Mann. ich vor mir, aber ist mir egal. Wir machen alles dafür, dass es sich für dich lohnen wird. Ja, auf jeden Fall. Hey, und ich bin gespannt, was da so, wie die Halle da abgeht. Die reißen doch die Hütte ab dort, ne, bei den Kämpfen. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Und Auf jeden Fall. ich bin gespannt. Hey, war ein cooles Interview. Ging ein bisschen länger als gedacht, ne? Wie Ja, immer, wenn ich rede. ich freue mich. Ja, ihr habt ja beide so, sage ich mal, das ist ja euer Job, ne? Und wenn ja, sag mal, Marc und du da am Mic sitzt, das macht auch Spaß zuzuhören, ne? Und Danke. ja, vor allem, wenn man jetzt sieht, wo ihr gelandet seid auch, ne? Ich meine, die Leute schalten ab, wenn ihr bei The Zone zum Teil nicht kommentiert, ne? Und ja, also habe ich mal gelesen, ich schalte nicht ab. Aber ja. Ich finde, es ist halt ein großer Bestandteil davon geworden, gerade bei NFC. Ja, ich habe Marc, als Fabio da in den Cage kam, ich habe Marc angesehen, er hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Interview. Ne? Wer hätte das schon? Aber man hat es ihm angesehen. Es ist, ja, jetzt musst du da einen Jungen interviewen, wo du ganz genau weißt, hey, der bricht jetzt da jeden Moment gleich in Tränen aus. Ne? Und er war sehr nahe. Ne? Also. Ja, du darfst eine Sache nicht vergessen. Und so sehr ich mich für Fabio freue, dass er am Ende diese Resonanz bekommen hat, wir haben trotzdem einen Shitstorm abbekommen. Also es haben ja trotzdem die Leute gesagt, oh, was für eine Überraschung, bei NFC hat ein großer Kampf nicht stattgefunden. Ja, Digga, als könnten wir da irgendwas dafür. Bei uns hat Natürlich halt nicht. keiner nachher applaudiert und hat gesagt, okay, ihr habt trotzdem euren Job gemacht und es liegt ja nicht in unserer Hand. Es Und fällt das halt ist auf den natürlich was, Veranstalter was. zurück, ne? Und ich glaube Genau. nicht mal, dass das Event daran schuld war, sondern NFC 11. Ne? Also. Klar, ja klar. Und auch verständlich, also ich verstehe ja den Unmut. Ja, ja, ja. Aber manchmal kann man halt, weißt du, manchmal machst du deine Hausaufgaben und du machst alles richtig. Und trotzdem geht es halt irgendwie die Wupper runter. Und dann Ja. Welcome kann to ich the World den. of Fighting Ja. Promotion. Genau, ja, So ist genauso es, ne? ist es. So ist es, ja. Genauso ist es. Ja, und mit diesen Worten schließe ich mal den Podcast, ja. Du darfst gerne, oder sagen wir es mal so, ich habe es schon zu Marc gesagt, dass er da war. Die Profis in diesem Geschäft sagen, das letzte Wort gehört dem Gast. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du mit dem Format auch nochmal irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringst in die Szene. Ich finde die Art, wie du das machst, sehr, sehr erfrischend und freue mich, dass ich auch zu Wort kam. Habe mich sehr gewertgeschätzt gefühlt. Ich hoffe, deine Community da draußen supportet dich weiter. Ihr dürft uns natürlich auch supporten. Fighting.de/Tickets, wenn ihr auf einer NFC-Veranstaltung vorbeikommen wollt. Unser Fighting-Kanal ist auch nicht ganz schlecht auf YouTube. Könnt ihr euch auch mal angucken. Und natürlich folgt uns bei Instagram, Twitter, keine Ahnung, was man so heutzutage macht. Und wenn es wirklich die letzten Worte sein sollen, die ich jetzt sage, dann bleibt auf jeden Fall auch cremig. Das war Big Daddy Andreas Kraniotakis. Hier nochmal der Hinweis auf die Paarungen bei NFC 13. Wir haben nur Banger auf der Card. Das wird ein richtig geiles Event, Leute. Kauft euch Tickets, lasst uns die Bude voll machen in Dortmund. Tickets gibt's, wie Andreas auch schon gesagt hat, auf fighting.de/tickets. Und falls ihr es nicht nach Dortmund schaffen solltet, in der Basic-Mitgliedschaft oder als Pay-per-View, könnt ihr das Event auch live auf dem YouTube-Kanal von Fighting sehen.
Ja, das war's von uns. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo drücken würdet und natürlich liked das Video. Somit bringt ihr den Kanal ein bisschen nach vorne. Macht's gut und bis dann bei MMA Forfeits.